Ich, Wolfgang Rademacher, helfe Ihnen auf der www.erfolgsonline.de zu der Einstellung des Niemals aufgeben. Bleiben Sie stark. Gerichtsvollzieher erlebt sein größtes Waterloo. Wollen Sie den Gerichtsvollzieher in seine Schranken weisen? Dann nutzen Sie dieses fantastische Insiderwissen, das Sie in dem Ratgeber Schach dem Gerichtsvollzieher finden werden, Seite für Seite. Betreiben Sie doch mal offensives Gerichtsvollzieher-Judo. Wie das geht? Nun, Sie können die Wucht, die Ihr Angreifer gegen Sie richtet, auf ihn selbst zurückleiten. Wie im Judo eben. Und schon haut es den Beamten voll auf die Matte. Verschaffen Sie sich bei dem Gerichtsvollzieher den Respekt, den Sie als Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich verdienen. Leider Gottes wird Ihnen genau diese Anerkennung als Mensch von Zwangsvollstreckungsbeamten und den Sie unterstützenden staatlichen Institutionen mehr und mehr verweigert. Dieses Buch jedoch sorgt für die dringend gebotene Waffengleichheit. Wenn Sie sich mit diesen Abwehrwaffen gegen den Gerichtsvollzieher wehren, wird er Sie anschließend mit Samthandschuhen anfassen. Man könnte ja fast Mitleid mit einem Gerichtsvollzieher haben. Denn diese etwas sonderlichen Spezies Mensch stöhnt unter völliger Arbeitsüberlastung. Kein Wunder also, dass diese Beamten ihre jeweiligen Fälle so schnell wie möglich abschließen wollen. Und das überdies mit so wenig Anstrengung wie möglich. Um sich die Arbeit besonders einfach zu machen, wenden solche Beamte daher immer öfters unfeine bis illegale Tricks und Überrumpelungstechniken an. Und da viele Schuldner überhaupt nicht über ihre Rechte Bescheid wissen, fallen sie wieder und wieder auf solche unerlaubten Gemeinheiten herein. Der einzigartige Ratgeber Schach dem Gerichtsvollzieher schützt sie davor, Opfer dieser Überrumpelungsterrors zu sein. Denn Gerichtsvollzieher werden vom Staat bestellt und müssen sich daher an ganz enge, begrenzte Vorschriften halten. Wenn Sie über diese Vorschriften Bescheid wissen, können Sie den Gerichtsvollzieher mit seinen eigenen Waffen schlagen. Vollstreckungsbeamten vergessen beispielsweise gerne einmal, dass sie die vier Wände eines Schuldners ohne eine richterliche Anordnung und ohne ausdrückliche Erlaubnis des Schuldners überhaupt nicht aufsuchen dürfen. Auch die Abgabe, die Abnahme der eidesstaatlichen Versicherung oder des Vermögensverzeichnisses ist beim Erstbesuch absolut nicht erlaubt. Schach dem Gerichtsvollzieher wird Ihnen Selbstvertrauen als Schuldner stärken. Sie werden den Gerichtsvollzieher mit Leichtigkeit aufs Abstellgleis schieben können und gewinnen auf diese Weise Zeit, um sich entweder mit Ihren Gläubigern außergerichtlich zu einigen oder aber die nötigen finanziellen Mittel zu besorgen. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher.